Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir haben ja die Castle Miner Woche diesmal. Es gibt nur Castle Miner und natürlich Minecraft. Ich hoffe mal, jetzt ist ja haut's mit dem Ton, den ich hatte, glaube ich, die letzten 2 Wochen war irgendwie mein Ton immer so leise von meiner Stimme und ich habe es nicht rausgekriegt. Heute habe ich es rausgekriegt, weil die Webcam reingesteckt war. Irgendwie hat der automatisch immer das Mikro von der Webcam oder hat das gemischt, keine Ahnung. Total schwach, dass er nicht ein gutes von einem schlechten Mikro unterscheiden kann. Das Webcam-Mikro ist nämlich sehr dürftig. So, wir fangen jetzt an. Wir haben ja in der letzten Folge, in der Folge 1, haben wir ja gesehen, was man alles falsch machen kann. Und ich habe mal zwischendurch noch mal eine halbe Stunde gespielt und jetzt weiß ich, wie es geht. Was aber nicht heißt, dass ich überlebe, wie der Anfang funktioniert. Und wir spielen auf Überleben und wir spielen auf einfach. Die Feinde fügen weniger Schaden zu, die Zombies tauchen nur nachts auf, die Drachen beschädigen ihre Strukturen nicht. So, die Zombies sind scheinbar ein bisschen stärker als die Skelette. Die Zombies sind. Okay, es geht los. Jetzt ein bisschen Concentration. Wir brauchen zuerst. Wir brauchen zuerst Holz, bevor es nachts wird. Ein wenig. Und ich kann euch schon mal sagen, jetzt so die ersten Folgen, bis man so irgendwie ein anständiges Maschinengewehr hat. Das Problem ist natürlich, wenn die von hinten kommen, hat man auch ein Problem. Die ersten Folgen werden wir wahrscheinlich mehr unterirdisch zubringen, weil wir müssen eben die Metalle abbauen, um uns da bestimmte Sachen zu craften und so weiter. Dann werden wir bloß mal tagsüber kurz rausrennen, um uns Holz zu holen. Und ich werde jetzt mal so, bis die Spitzhacke halb verbraucht ist, jetzt mal Holz erstmal einsammeln. Eine Axt haben wir ja noch nicht, wobei eine Steinaxt hätte man sich natürlich vorher noch bauen können. Und dann werden wir uns mal eine Höhle suchen, die halbwegs vielversprechend ist. So wie ich jetzt mitbekommen habe, ist es so wie bei Minecraft, dass die Monster da, wo Fackeln sind, nicht spawnen. Also müssen wir an der Höhle alles schön ausleuchten. Ansonsten, ihr habt schon gesehen, wenn man von so einem Monster geschlagen wird, 2 Schläge oder so, die sind auch schneller als man selbst, die können sehr schnell rennen. 2 Schläge und du bist tot. So, das reicht jetzt holzmäßig. Jetzt gehen wir mal runter und gucken, ob wir eine schicke Höhle finden, wo es Rohstoffe gibt. Und da werden wir uns da mal so ein bisschen verbarrikadieren. Wie sieht's denn hier aus? Ich glaube, das könnte vielversprechend sein. Aber ich bin noch nicht so sicher. Ich höre schon Skelette. Siehst du? Siehst du, jetzt bin ich gleich wieder tot. Schnell raus. Ach du Scheiße. Ich habe keinen Bock. Ich will meinen Zuschauern gerade zeigen, wie es funktioniert, Mann. Könnt ihr mich ja nicht gleich töten. Okay, die Höhle fand ich jetzt nicht so gut. Suchen wir uns mal eine andere Höhle. Ah, jetzt habe ich aber eben auch einen richtigen Schreck bekommen. Also es ist echt Panik, Horror. Ich wollte ja die Folge schon nennen. Seven Days to Die in Würfeln. Weil eigentlich ist es so ein bisschen wie Seven Days to Die. Bloß halt als Minecraft. Und erstaunlicherweise, dass es das Spiel schon seit 3 Jahren gibt und ich habe da noch nie was von gehört, obwohl ich ständig. Es gibt sogar bei Steam. Bei Steam kostet es 4,99 €, wenn du es direkt bei der Firma kaufst, kostet es 4,99 $ und du bezahlst bei PayPal 3,79 €. Also. So, guck mal hier. Hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Dann werden wir mal schon mal anfangen, uns hier Fackeln zu setzen. So, okay, da kommt schon wieder einer. Gleich mal wieder raus. War das jetzt ein Zombie oder ein Skelett? Wahrscheinlich ist es jetzt verschwunden, wegen weil ich hier Fackeln hingestellt habe. Hoffe ich mal. Tu hier mal ein bisschen ausleuchten alles. Und da müssen wir gucken, dass wir uns hier irgendwie verbarrikadieren können. Da würde ich mal sagen, aha, Mist. Ich brauche jetzt unbedingt noch mehr Eisen, damit ich mir eine Eisenspitzhacke bauen kann. So. Ich höre das Skelett schon.
Und dann will man immer noch weiter abbauen und. Ach Gottchen. Dann will man immer weiter abbauen und dann kommt's. Man muss echt sehr, sehr wachsam sein. Ich bin es irgendwie noch von Minecraft so gewöhnt, dass ich noch keine, nicht so richtig Angst habe, aber hier musst du echt Angst haben vor den Tieren. Vor den Tieren. So, jetzt gucken wir mal schnell, ob wir uns hier. Warte mal. Ist hier eins? Nee, im Moment nicht. Okay. Weiter craften. Okay. Jetzt brauche ich Eisen. Kann ich schon Eisen craften? Ah, sehr schön. Kann ich mir jetzt endlich eine Eisenspitzhacke machen? Ach nee, eine Eisenspitzhacke will ich. Nee, nicht Kupfer. Eisen. Stein. Kupfer. Gold? Nein, ich brauche mehr Eisen. Und ich höre überall das Monstrum. Ich habe hier alles Eisen schon abgebaut. Da oben ist noch eins. Ganz schön stressig, weil ich habe keinen Bock, gleich wieder zu sterben. Da ist mir noch was anderes eingefallen. Das werde ich euch gleich erzählen. Man braucht am Anfang eigentlich eine Truhe. Oh Mist, da komme ich nicht ran. Man braucht am Anfang eine Truhe. Vielleicht sollten. Ah, gleich meine Spitzhacke alle. Gut, ich meine eine. Was haben wir hier? Ach, jetzt habe ich ein Eisengehäuse gebaut oder was? Zum Machen von Munition. Oh Gott, wollte ich doch gar nicht. Ja, dann machen wir uns noch eine Schaufel. Gut, was könnten wir mit der Schaufel? Könnten wir. Ups. Könnten wir uns mal verbarrikadieren, ganz auf die Schnelle, indem wir mit der Schaufel Erde abgraben hier. Ich glaube, es wird auch gerade dunkel. Wir gucken mal, dass wir uns ein bisschen beeilen. So. Sieht ein bisschen aus, als die Animation, als wenn er die Erde hackt. So. Ah, ich glaube, es wird dunkel. Es ist jetzt so rötlich alles. Wir hören hier so Grillengezirpe. So, dann gucken wir mal. 20 Erde haben wir schon. Mann. Ob wir uns hier dr einbauen können. So. Witzigerweise hauen die sich auch wie bei 7 Days to Die, versuchen die sich. Oh Gott. Versuchen die sich durch Wände durchzuhauen. So, hier müssen wir jetzt irgendwie zumachen. Aber es wird dafür nicht reichen. Ich glaube, auch diese Gewitter sind auch so Vorzeichen von. Ah, ich höre die Skelette schon wieder. Mist. Ach, ich komme hier nicht vorwärts, ey. Ich will vielleicht von hier oben ein paar Steine wegnehmen. Bin jetzt echt im Stress, weil ich nicht sterben will. Jetzt wird's nachts, okay. Jetzt hören wir schon die Zombies brüllen. Die springen auch leider da oben rein. Ich glaube, das werden wir gar nicht schaffen. Wir können es ja probieren. Muss ja echt verdammt schnell sein. Jetzt kommen sie schon. Ich höre es schon. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, ist das stressig, ey. Alter. Mist. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Also, sie spawnen ja auch aus Erde. Es kann natürlich. Oh nein. Es kann auch sein, dass sie jetzt einfach hier so aus der Erde rausfallen. Oh Gott. Ah, da oben kommt einer rein. Guck mal, wie schnell der ist, ey. Ach, Scheiße. Mist, ey. Oh, jetzt bin ich auch noch nachts wiedergeboren, ey. Das gibt's doch gar nicht.
Wie soll ich denn das überleben? Und ich habe die Patronen noch nicht mal mehr. Auch nö, ey, das glaube ich jetzt nicht. Muss ich ja noch mal von vorne anfangen. Oh Gott. So, gut, man muss einiges wissen bei dem Spiel hier. Man muss einiges wissen. Wir werden gleich noch mal von vorne anfangen. Wir sind gleich tot, ja? Hallo? Wo ist er denn? Und die schleichen sich irgendwie so komisch an. Okay, es ist hammerhart, das Ding, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Man muss am Anfang genau die Reihenfolgen bis zur ersten Nacht im Prinzip. Ist ja so ähnlich wie bei Minecraft. So, Hauptmenü. Wir werden den Speicher löschen. Damit löschen wir die ganze Welt, damit wir wieder ganz von vorne anfangen können. Da muss man jedes Mal die Musik leise stellen. So. Und jetzt offline spielen, überleben einfach. Und Wärter stellen. So, da sind wir wieder. So, jetzt haben wir Zeit, bis es Nacht wird. Okay. Keine Monster, wir haben 200 Munition. Und das wollte ich noch sagen. Man muss die wertvollen Sachen, die müssen unten in der Inventarleiste drin bleiben, nicht im Inventar drin. Weil wenn man stirbt, ist das Inventar weg, aber alles, was noch unten in der Leiste war, ist noch da. Also gucken oder halt eine Kiste bauen. Dafür braucht man Eisen und sobald man eine Kiste hat, wird ja das, was in der Kiste drin ist, auch wenn man stirbt, erhalten. So. Ich denke mal, auch so viel brauchen wir gar nicht, so viel Holz am Anfang. Wir wollen uns ja eigentlich nur zwei, drei Werkzeuge herstellen und vielleicht eine Fackel. Und jetzt werden wir als nächstes, na gut, das eine, da nehmen wir noch. So, und jetzt geht's runter in die Höhle. In eine Höhle, die ein bisschen nach. Ach, guck mal, die sieht ja interessant aus. Oh, oder? Die sieht ja nicht schlecht aus. Okay. Machen wir es diesmal aber anders. Diesmal machen wir uns so, dass wir uns hier. Dann fangen wir halt erstmal an mit Kupferwerkzeug. Ein bisschen ausleuchten, so. Jetzt bauen wir uns ganz, ganz schnell eine Kupferspitzhacke. Im Ernstfall warten wir die ganze Nacht ab. So, sehr schön. Einen guten Steinchen können wir uns auch noch mitnehmen. Wir haben hier Gott sei Dank jetzt mal Kupfer gefunden. Da werden wir jetzt keine Spirenzi machen. Und wenn wir die Kupferspitzhacke haben, graben wir uns mal ganz schnell in den Berg rein und hoffe, dass wir dann da, wenn wir da reinschachten, hoffe ich, dass wir da noch andere Rohstoffe finden. Ein bisschen Holz haben wir dabei. Da können wir uns noch zwei, drei Fackeln machen. Natürlich ein bisschen drauf achten. Was mir noch so ein bisschen ein Rätsel ist, die sind generell hinter einem, ja. Also die sind so super schnell, die Viecher. Und dann sind sie auch gleich hinter einem. Aber wie gesagt, ich finde es immer am spannendsten, wenn man die Zeit, wo man die Spielmechanik sich. So, hier werden wir mal reingehen. So. Wie wir es von Minecraft gelernt haben. Und hier können sie ja nicht von hinten kommen. So, und jetzt craften wir uns. Nö, jetzt machen wir noch besser. Noch besser, warte mal. Wir nehmen ja noch die Kohle mit. Und sobald wir hier die Geräusche hören, dass es nachts ist, können wir ja dann da reingehen. So. Jetzt können wir eigentlich nochmal zwei hier wegnehmen. Ja. Okay. Jetzt wird es Zeit. Jetzt bauen wir uns hier rein. Das Interessante ist, was ich noch sagen wollte, so ähnlich wie bei Seven. Ups, wie bei Seven Days to Die. Dass diese Monster versuchen, sich durchzuhauen durch den Felsen. Die können aber, glaube ich, im einfachen Modus können sie das nicht zerstören. Wir werden auch später mal, werde ich auch mal in dem Modus spielen, wo der Drachen, ich habe das schon mal gesehen, wo der Drachen echt so
So, jetzt. Ach nee, jetzt brauchen wir noch Eisen. Na, wo haben wir Eisen? Jetzt sag mir nicht, ich kann kein. Ach nee, Kupfer kann ich machen. Okay. So, das müsste aber jetzt reichen für eine Kupferspitzhacke. Hier. So, jetzt haben wir mal eine eine Kupferspitzhacke. Und haben wir hier irgendwas Wertvolles? Ja. Wir werden jetzt mal die wertvollen Sachen hier reinnehmen. So. Jetzt geht's los. Jetzt können die kommen von mir aus. Ich baue mir jetzt hier so ein. Ich baue mir jetzt hier so einen Gang rein. Vielleicht wird das sogar meine erste Unterkunft hier. Und bei der Gelegenheit bauen wir natürlich auch gleich Steine ab, was ich vorhin oder was ich schon gesagt hatte. Wir werden am Anfang sehr viel unterirdisch sein, bis wir erstmal so ein bisschen erstarkt sind. Steine brauchen wir jetzt, um oben im Prinzip, das heißt der Castle Miner, also Festung, Burg, Miner. Deshalb können wir die Steine gut gebrauchen, weil davon werden wir uns dann oberirdisch unsere Festung bauen. Da können wir dann sogar von oben, von den Burgzinnen aus, auf die Zombies schießen. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen frei gemacht. Das wollen wir natürlich nicht. So, mal wieder zumachen hier. So, zack, hehe. Und weiter geht's. Aber das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt keine Rohstoffe finden, sind wir schon wieder Nase. Es wäre jetzt ganz praktisch, wenn wir jetzt in diesem Fels noch Rohstoffe finden würden. Ah, Kupfer. Und wenn wir jetzt aber wenn es jetzt hier zu dunkel wird, dann spawnen auch hier wieder in dieser Höhle Skelette. Ein, zwei Schläge und das ist noch auf einfach eingestellt. Ja, da stand ja, die Monster machen weniger Schaden. Ich meine, was ist dann viel Schaden? Aber ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, später sowas wie Rüstung zu craften, damit man mehr Schaden aushält und natürlich absolut abgefahrene Waffen. So schön, nehmen wir alles mit. Ach, das war Eisen, war? Das war gar kein Kupfer. Kupfer ist doch grün, oder? So, weiter geht's. Weiter geht's. Wir bauen ab, wir bauen ab. Für jemanden, der sowas gerne macht, man ist hier nur am Pickern. Also mir macht Spaß. Auf Dauer jetzt wird es nicht so Spaß machen, aber man macht es ja auch nicht umsonst. Das ist ja jetzt der Ehrgeiz. Weil man will so schnell wie möglich die ganzen Sachen craften. Kennen wir ja. So. Ich höre die Skelette schon. Scheinbar wird es jetzt Nacht. Hier werden wir mal weitermachen. Wir wollen mal ganz. Ja, jetzt ist nachts, man hört die Zombies schreien. Wir mal. Lieber eine Lampe zu viel machen als eine zu wenig. Jetzt hörst du sie schreien. Die wittern mich, die wissen, wo ich bin. Gleich hörst du, glaube ich, klopfen. Dann fangen sie nämlich an den Steinen zu schlagen, weil sie an mich ran wollen. Können, glaube ich, auch im Schwer- oder im Normalmodus können die halt tatsächlich die Steine auch. Jetzt hörst du es schon. Können die Steine auch zerschlagen? Aber ich glaube, durch. Oh nein, guck mal, hier können die nämlich spawnen. Das ist gar nicht gut. Die spawnen hier einfach aus der Erde raus. Muss mal vorsichtig sein. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Wir sind ganz nah. Ja, jetzt klopfen sie schon. Okay. Hoffentlich schaffen sie es jetzt nicht in dieser Nacht durchzukommen. Ich weiß auch gar nicht, ob die dann verschwinden tagsüber. Oder ob die wieder in die Erde zurückkrauchen. Im Normalmodus spawnen die auch tagsüber. Oh, guck mal, hier wird es wieder ein bisschen gefährlich. Möchte ich jetzt eigentlich nicht zulassen, dass da Erde ist. So, jetzt klopfen die hier schon überall an die Wände. Ich werde hier irre. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Sau spannend. Tschüss.